weiß nicht. Marx hatte ja einen Bart. War er ein Hipster? Also dafür war der Bart wahrscheinlich nicht getrimmt genug. Ne? Also er hätte ihn wahrscheinlich ein bisschen kürzen müssen und auch vernünftig pflegen müssen. Von daher jetzt vom Äußeren vielleicht, also ansatzweise, aber er würde nicht wirklich dem heutigen Hipsterbild entsprechen. Aber er war schon ein Lebemann. Also er hat jetzt nicht nur große Theorie formuliert, sondern auch im Leben und in seinem Umfeld Spuren hinterlassen. Hat er sich am Mainstream gerieben? Absolut. Ich glaube, das ist die halbe Miete, wenn man Marx verstehen möchte. Erstmal sein Impuls, ja, und die Motivation ist natürlich selbstverständlich Kritik der politischen Ökonomie. Also das, was er vorgefunden hat, nicht nur von Hegel, sondern auch von der gesamten bürgerlichen Ökonomie der Zeit, hat er natürlich als eine Provokation empfunden. Ne? Und im Grunde genommen ist wesentlich seine Arbeit als eine kritische Auseinandersetzung mit dem bestehenden Wissen und den Ideologien, die sich darum rankten, zu verstehen. Also Sie haben mal geschrieben oder gesagt, wer die Dynamik und die Widersprüche der Gegenwartsgesellschaft verstehen will, der muss Marx und das Kapital lesen. Warum? Also ich würde jetzt als einfachste Antwort sagen, weil Marx die Systemfrage stellt. Und jetzt nicht mal in erster Linie normativ, dass er sagt, also der Kapitalismus ist ein moralisch unhaltbares System, weil er so viele Verwerfungen sozialer Art produziert, sondern er hat analytisch die Systemfrage gestellt. Nämlich hat wirklich die systemischen Elemente der kapitalistischen Produktionsweise und Vergesellschaftungsform herausgearbeitet. Und er hat gezeigt, dass im Grunde genommen, heute würde man sagen, alle Akteure in diesem System irgendwie auch Getriebene und Gezwungene und Beherrschte sind. Also auch der Kapitalist ist jemand, der die bürgerliche Ökonomie würde sagen, auf die Marktsignale hört. Ja, und Marx würde sagen, der gezwungen ist, im Akkumulationsgeschehen, im ökonomischen, immer wieder eine Schippe draufzulegen und zu schauen, dass er seinen Profit macht, um in der nächsten Periode reinvestieren zu können. Und diese Systemzwänge, die hat er wirklich auf unnachahmliche Weise skizziert und die spielen heute noch eine wesentliche Rolle, auch für Gegenwartsdiagnose. Wenn wir gleich nochmal über die Digitalisierung reden, aber vorher nochmal über so wirklich fundamentale Probleme. Probleme der Industriegesellschaften, Ungleichverteilung von Arm und Reich, Ungleichverteilung zwischen Nord und Süd, was Wohlstand und Einkommen angeht. Sind das Sachen, die man mit Marx erklären kann, wo man Auswege skizzieren kann? Naja, Marx war ja kein Ungleichheitsforscher in einem modernen soziologischen Sinn. Ne? Im modernen soziologischen Sinn hat man dann Schichten, ja, und unterschiedliche Einkommensgruppen und bastelt dann an den Kategorien. Und er war ja eigentlich ein Ausbeutungstheoretiker. Und das ist ja noch mehr als Ungleichheit. Er hat gesagt, es gibt zwei Klassen und die stehen in einem herrschaftlichen Verhältnis zueinander. Die einen beuten die anderen aus, die einen haben nichts als ihre Arbeitskraft anzubieten auf dem Markt und die anderen erwerben diese Arbeitskraft, erwerben dadurch eben auch ein Wertprodukt, was für sie einzeln abfällt und was sie dann weiterverwerten können. Und von daher geht ja einiges in der modernen Ungleichheitsforschung eher verloren, nämlich dieses herrschaftliche Moment. Marx macht auch eine Herrschaftssoziologie der kapitalistischen Gesellschaft. Also das Kapital als ein soziales Verhältnis herrscht über die Gesellschaft und in der Gesellschaft und bestimmte Klassen oder Klassenakteure herrschen auch über andere. Also von daher finde ich... Das gilt heute noch, ja? Das gilt heute noch. Aber was heißt denn das, wenn immer mehr Menschen vielleicht in Zukunft arbeitslos werden? Ist so bedingungsloses Grundeinkommen so die Reaktion des Kapitalismus? Wir haben erst die Bismarckschen Reformen gehabt, dann haben wir die Sozialdemokratie gehabt, dann haben wir während des Kalten Krieges auch diese Systeme ein bisschen sozialer, sozialistischer gestaltet und den Kapitalismus angepasst. Ist jetzt so das bedingungslose Grundeinkommen die nächste Reaktion, um den Kapitalismus in dieser Form im Rahmen der Digitalisierung zu erhalten? Also erstens ist es dem Kapitalismus, wenn er jetzt denn ein Akteur wäre, immer gelungen oder es ist unter kapitalistischen Verhältnissen immer so gewesen, dass auch bei radikalen technologischen Innovationen dennoch auch nach wie vor menschliche Arbeitskraft gebraucht wurde. Immer an diesen Umbrüchen hat man gedacht, naja, das wird jetzt endgültig menschliche Arbeitskraft unnötig machen für die dann irgendwie eigenlogisch prozessierende kapitalistische Dynamik. Das hat sich aber nie so rausgestellt. Was ist denn das für eine Gesellschaft, die durch die Digitalisierung entsteht? Wie zum Beispiel verändern wir uns
selber, wie definieren wir unser Individuum, uns als Ich, wenn Arbeit vielleicht nicht verschwindet, aber doch weniger wird? Naja, ich würde eher denken, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben werden, wie wir es eigentlich immer getan haben. Also die Industriegesellschaft war auch eine gespaltene Gesellschaft, und zwar nicht nur zwischen Arbeit und Kapital, sondern auch auf den Seiten der Arbeit lange eine geschlechtsspezifisch gespaltene Arbeit. Ja? Also Industriearbeit männlich und dann alles außerhalb des Marktsektors und des industriellen Sektors tendenziell weiblich. Und ich glaube, wir werden eine neue Form der Spaltung erleben. Was wird sich denn fundamental ändern? Naja, fundamental ändern wird sich, und das tut es ja heute schon, die Bindung von Arbeit und der Verausgabung von Arbeit an einen Betrieb, ja, an einen örtlich fixierten, räumlich fixierten Betrieb. Ja, man geht irgendwo hin, arbeitet da und geht dann wieder zurück. Das ist die klassische Vorstellung von industrieller Arbeit. Das hat sich natürlich mittlerweile schon auch ohne Digitalisierung über Dienstleistungsarbeit ganz stark gewandelt auch. Die Grenzen zwischen Arbeit und Leben sind ja zunehmend fließend geworden. Und das war ja schon vor der Zeit von E-Mails oder sonstigen Chatprogrammen so. Aber das wird natürlich noch stärker. Also die Auflösung, die Dezentralisierung von Arbeit wird, glaube ich, stärker werden. Und das heißt aber auch, dass die vergemeinschaftende Wirkung von Arbeit, also das, was man früher im Betrieb hatte, was ja für Marx auch ein ganz großer sozialisierender Faktor war, also die Arbeiterklasse, ja, vergemeinschaftet sich in ihrem gemeinsamen Schicksal, was aber auch an einem Ort stattfindet, das wird sich erledigt haben. Und insofern sind alle diejenigen, die Arbeit organisieren wollen, das sehen die Gewerkschaften ja heute schon, irgendwie in einer schwierigen Position, sich zu überlegen, wie können wir unter solch radikal dezentralisierten und enträumlichten Formen der Verausgabung von Arbeit immer noch Arbeit als etwas Kollektives darstellen und organisieren. Stefan Lessenich, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank Ihnen.